Fels in wilder Brandung, der alles überstand. Er hielt in vielen Jahren so manchen Stürmen stand. Ein Fels in wilder Brandung ist unser FCN. Sein Stern, er wird für immer am Fußballhimmel stehen. Die Legende. Servus, liebe Clubfans, und herzlich willkommen hier aus dem Trainingslager in Natschaps zu unserem ersten Facebook- und YouTube-Live, was wir für euch wieder anbieten möchten. Heute an meiner Seite Taylan Duman, unser Neuzugang. Taylan, schön, dass du da bist. Servus, servus, hallo. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen im Chat. Ich gucke mal nebenbei rein. Ihr habt ja auch schon vorab ein paar Fragen gestellt, aber zunächst einmal wollen wir mal so ein bisschen reden. Taylan, erster Tag im Trainingslager. Wie war's? Wie ist es? Sehr entspannt eigentlich. Also der erste Tag war jetzt nicht anstrengend, war regenerativ. Wir haben gestern ja gespielt. Wir haben leichtes Krafttraining gemacht und danach eigentlich nur noch Entspannung. Also völlig entspannt der Tag über. Ihr könnt es vielleicht so leicht im Hintergrund sehen. War bis heute Mittag war es gutes Wetter. Jetzt seit anderthalb Stunden doch ein bisschen mehr Regen als gedacht. Ja. Die Physios haben mir eigentlich gesagt, dass es hier nicht regnet, aber... Ja, heute geht die Welt hier unter. Hoffentlich morgen nicht mehr, hoffentlich morgen nicht mehr. Morgen ist auch ein gutes Stichwort, da geht es das erste Mal auf den Platz. Dass es im Trainingslager jetzt dann auch für dich auf den Platz geht? Ja, sehr groß. Für mich persönlich auch sehr groß, dass ich das erste Mal mit der Mannschaft trainieren darf. War eine lange Leidenszeit und ich bin froh, dass sie jetzt vorbei ist. Wir wollen ja so ein bisschen über dich sprechen, auch über den Werdegang vielleicht, dich als Person privat abseits des Platzes ein bisschen kennenlernen, also da mal ein bisschen drüber quatschen. 23 Jahre alt, angefangen beim MSV Duisburg in der Jugend. Ja, vorher, ich komme ursprünglich aus Moers, vorher bei so zwei kleineren Vereinen, aber dann relativ früh beim MSV Duisburg die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen und dann zu Fortuna, genau. Wie kam es damals dazu, dass du zum MSV gegangen bist? Ich habe ein Angebot bekommen, das ist der größte Verein in unserer Region und da haben meine Eltern mir gesagt, dass ich wollte es unbedingt machen. Meine Eltern haben mich ein bisschen gebremst, aber dann habe ich meinen Willen durchgesetzt und dann ging es zum MSV. Wie alt warst du damals? Oh, das war relativ früh, ich glaube mit sieben schon zum MSV. Und damals? Hast du auch ein großes Idol gehabt oder wer ist so dein Vorbild in deiner Jugend gewesen?
Also ich glaube schon, seitdem ich 5 Jahre alt bin, ist schon immer Cristiano Ronaldo gewesen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Nicht von der Spielart her, aber von seiner mentalen Stärke und wie er den Fußball lebt. Ich glaube, das ist einzigartig und das wird es auch erstmal für lange Zeit nicht mehr geben. Was bist denn du für einen Typ Fußballer? Wie würdest du dich da selber beschreiben? Eher so, es gibt ja diese Straßenball- oder Straßenfußballer? Ja, oder? Schon gut. Also ich glaube schon, dass ich ein Straßenfußballer bin. Früher oft mit Freunden gespielt und ich glaube, das wird man auch in meinem Spiel sehen. Inwiefern? Was heißt das? Ja, viel technisch. Ich glaube, ich habe es in Dortmund genauso gemacht und viel mit dem Ball. Ich mag es, den Ball am Fuß zu haben, Ballbesitz, Fußball zu spielen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich hier hingekommen bin. Da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, aber als erstes mal, wenn man bei Transfermarkt zum Beispiel guckt, da stehen diverse Positionen bei dir auf der Liste. Was ist denn jetzt deine Position? Wo fühlst du dich am wohlsten? Ja, ich habe letztes Jahr eine relativ gute Saison gespielt und das habe ich auf der Rechtsverteidigerposition. Deswegen fühle ich mich da relativ wohl, aber in dem System, in dem wir spielen, finde ich die Halbposition auch relativ interessant und das macht mir auch relativ viel Spaß. Also vielseitig einsetzbar, wie es so schön heißt. Jetzt habe ich hier nebenbei auch noch das iPad bekommen von unserem Pressesprecher. Dann kann ich nebenbei nochmal, weil wir auf 2 Kanälen sind und ihr die Möglichkeit hattet, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram vorab Fragen zu stellen, kann ich jetzt hoffentlich alle möglichen Kanäle verfolgen. Wir haben es gerade angesprochen, oder du hast es gerade erwähnt, nach dem MSV ging es für dich zu Fortuna Düsseldorf. Ist ja dann doch nochmal ein anderer Schritt oder ein größerer Schritt wahrscheinlich, oder wie war es? Ja, ein größerer Schritt gewesen auf jeden Fall. Aber im Nachhinein hat sich das alles bezahlt gemacht. War eine schöne Zeit. Ich bin, glaube ich, zu U17 hingegangen. Dann viel durchlaufen, aber hat alles gepasst. Bin dem Verein sehr dankbar, muss ich ehrlich sagen. Und auch da dein erstes Zweitligaspiel gemacht. Genau. Leider nur eins, aber mein Profidebüt bei Düsseldorf gemacht und lief alles relativ gut. Aber dann, du hast es gerade erwähnt, in dem Spiel gegen Dresden leider. Ja, ich habe mich schwer verletzt beim Debüt. Das passiert auch nicht allzu vielen, aber unglücklicher Zweikampf. Dann war ich erstmal 6 Monate raus, glaube ich. Aber so ist der Fußball. Davon muss man sich erholen. Du bist ein junger Spieler, damals noch mal jünger. Wie geht man dann mit so einer Verletzung um, dass man sagt, oder mit so einer langen Leidenszeit oder Verletzungszeit, wo man sagt, man fällt dann jetzt, hat sein Profidebüt quasi gegeben und fällt dann so eine lange Zeit aus? Damals war es relativ schwer für mich, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil ich zu der Zeit eben relativ gut drauf war und ich dachte, dass es da jetzt richtig losgeht. Aber ich glaube, jede Verletzung macht auch einen jungen Spieler stärker und ich glaube, daraus lernt man einfach nur. Ist es dann auch vielleicht der Rückhalt in der Familie, der dann auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, dass man und auch Freunde, die dann einem nochmal irgendwie aufbauen? Oder wie war das bei dir? Ja, ein großer. Ich habe, also meine Familie, meine Freunde sind mir extrem wichtig. Ich habe einen großen Rückhalt zu Hause und klar, die haben mich aufgefangen und es lief alles besser durch sie. Das muss ich so zugeben. Dann kam der Schritt für viele wahrscheinlich zumindest mal zweitgrößten Verein in Deutschland, zum BVB in die zweite Mannschaft. Ja. Warum hast du dich dazu entschieden zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt und dahin? Wie fange ich an? Ich habe ein relativ enges Verhältnis zu meinen Beratern gehabt. Und sie haben mir geraten, nicht in die dritte Liga zu gehen, sondern den Schritt über eine Zweitvertretung zu machen, weil vielleicht auch ein bisschen mehr Fokus darauf liegt. Ja, und dann habe ich mich so entschieden. Das erste Jahr lief schon relativ gut, aber lief letztes Jahr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann ging alles in die richtige Richtung. Du warst bis März, ich glaube, sogar Topscorer, oder? Also auf jeden Fall zumindest mal einer der Faktoren, dass es am Ende auch für den Aufstieg gereicht hat, jetzt in die dritte Liga. Und dann kam im März wieder ein Rückschlag, oder? Ja, die Saison lief eigentlich so, wie ich es mir hätte gar nicht ausmalen können. Ich glaube, ich habe 20 Scorer gemacht auf der Rechtsverteidigerposition, das war ganz gut. Dann habe ich mich wieder verletzt. Dann bin ich zu früh rein und dann hat es sich bis jetzt gezogen. Das hätte ich auch niemals erwartet, aber
ja, es ist eine schwierige Verletzung gewesen. Und ja, damit habe ich auch gelernt umzugehen. Es war nur schade, dass ich im Aufstiegsrennen nicht mehr mithelfen konnte, weil als Fußballer ist es nicht so schön, draußen zu sitzen und seinen Jungs zuzugucken und nicht helfen zu können. Und jetzt dann der Schritt im Sommer zum Club. Da haben viele gefragt, was waren denn für dich die ausschlaggebenden Gründe zu sagen, ich gehe jetzt den Weg in die zweite Liga zum FCM? Also zuerst einmal habe ich durch Gespräche mit Dieter Hecking und Robert Klaus ein super, super Gefühl gehabt. Ich glaube einfach, dass die Spielart, die hier gespielt wird, extrem gut zu mir passt. Aber der größte Grund ist einfach die Kraft von so einem Club. Ich glaube, es ist mit der größte Verein in der zweiten Liga. Und wenn so ein Verein anklopft, dann muss man eigentlich nicht so sehr überlegen. Wie wurdest du denn aufgenommen? Auch das war eine Frage, die der eine oder andere gestellt hat. Man hört von unseren Neuzugängen häufig immer, dass es relativ einfach ist, in die Mannschaft zu kommen. Wie war es bei dir? Ja, das kann ich nur bestätigen. Es ist eine junge Mannschaft, alle ungefähr, also viele in meinem Alter und alle so dieselben Gesprächsthemen und sowas. Deswegen ist es relativ leicht für mich gewesen. Nur es hat es eben ein bisschen schwieriger gemacht oder es war ein bisschen schade, dass ich nicht sofort auf den Platz konnte mit der Mannschaft. Ich glaube, da lockert sich auch noch vieles, aber ja, ich bin froh, dass ich das jetzt nachholen kann. Aber also super aufgenommen, alle nett gewesen und so einfach wie möglich gemacht. Hattest du vorab mit jemandem schon Kontakt aus der Mannschaft oder kennst du vielleicht auch schon jemanden? Also vorher kannte ich niemanden. Der Paul Besong hat auch in Dortmund gespielt, nur er ist ein bisschen jünger als ich noch. Ich hatte jetzt keinen Kontakt vorher in Dortmund mit ihm, aber über zwei oder drei Ecken kannte man sich. Aber sonst eigentlich niemanden. Das heißt dann Kaltstart für dich im Sommer, aber ohne Probleme aufgenommen. Wer ist denn dein Zimmerkollege hier im Trainingslager? Dennis Prokowski. Passt alles. Alles gut soweit. Auch den richtigen ausgewählt, aber passt soweit. Sehr schön. Dann wollen wir mal, weil es ja zeitlich so langsam auf die Pokalauslosung hingeht. Heute um 18:30 steht es an, die Pokalauslosung der ersten Runde. Dann wissen wir, gegen wen wir auswärts antreten werden. Da kam die Frage, wen wünschst du dir, beziehungsweise was vielleicht innerhalb der Mannschaft, vielleicht habt ihr darüber schon gesprochen, gibt es einen Wunschgegner oder sagt man am Ende den Klassiker, wir müssen es nehmen, wie es kommt? Ja, so würde ich es, glaube ich, genauso würde ich sagen. Wir haben mit der Mannschaft jetzt noch nicht drüber gesprochen. Ja, wir nehmen es so, wie es kommt und ich hoffe einfach, dass wir es positiv bestreiten können. Sehr schön. Also wir sind auch gespannt. Der ein oder andere spannende und namhafte Club, auch in der zweiten Liga, der jetzt beispielsweise die Aufsteiger aus der dritten Liga sind ja auch mögliche Gegner. Also da könnte ein hochklassiger Verein auf uns warten, vielleicht auch mit ein bisschen Losglück, einen vermeintlich leichten Gegner auch da. Das gibt's ja leider. Heutzutage nicht mehr so, ne? Muss man ja so ehrlich zugeben. Rot-Weiß Essen hat ja letztes Jahr klar unter Beweis gestellt, aber kriegen wir hin. Werden wir hinkriegen. Sehr schön, wir sind zuversichtlich. Dann gehe ich mal rein in eure Fragen, bevor wir gleich noch mal ein bisschen weiter quatschen. Die Frage zum Beispiel, hast du schon was von der Stadt gesehen? Und wenn ja, wie gefällt sie dir? Um ehrlich zu sein, habe ich schon was von der Stadt gesehen. Ich war auf der Burg oben, hat mir gut gefallen, ein super Ausblick. Die Stadt habe ich auch kennengelernt, schöne Stadt, guter Flair. Dann war ich am Wördersee, der war auch ganz schön. Ja, und sonst bei uns am Trainingsgelände. Und einmal am Dutzenteich, da bin ich einmal joggen gewesen. Das war auch schön. Also passt bis jetzt. Also ganz zufrieden. Es ist nicht zu vergleichen mit dem Ruhrgebiet. Das ist dann doch ein bisschen anders. Aber ist ein bisschen weitläufiger hier. Aber ich habe gehört, dass die Lebensqualität hier ein bisschen höher sein soll. Das, das ist, glaube ich, man kann den Ruhrpott-Charme, glaube ich, auch schwer erklären, wenn man nicht selber da gelebt hat oder aufgewachsen ist. Gehen wir mal weiter rein. Ja, die Frage nach, wie du aufgenommen wurdest, hatten wir, haben wir beantwortet. Verletzungen ausgeheilt, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es geht auch jetzt, du hast schon gesteigert, auch vorm Trainingslager schon, bist auch schon wieder mit der Mannschaft auf dem Platz gewesen. Das ist wahrscheinlich jetzt dann auch im Trainingslager, dass es nochmal weitergeht, dass du dann auch möglichst zeitnah wieder voll einsteigen kannst. Genau, ja, das Problem war einfach, dass die zweimal wieder aufgebrochen ist, die Verletzung. Und ich und der Club möchte auch nicht so den Fehler nochmal machen, aber ich fühle mich jetzt bereit und Ich bin heiß. Hast du ein Ritual, bevor du auf den Platz gehst? Es gibt ja Spieler, die gehen erst mit dem rechten Fuß oder ziehen sich vorher in der Kabine irgendwie den linken Stutzen als erstes hoch. Hast du da irgendwie was? Ja, ich gehe immer mit dem linken Fuß. Ich tippe immer zweimal mit dem linken Fuß. Es hat keine große Bedeutung, aber ich mache es,
seitdem ich in der U19 bin, glaube ich. Und ich habe es bis jetzt durchgezogen und ja, das wäre so mein Ritual. Aber eher Angewohnheit als eher irgendwie Angewohnheit. Keine Bedeutung, würde ja. ich sagen. Dann die Frage von Lea. Lea zum Beispiel vorab gestellt, mit wem verstehst du dich im Team am besten? Bis jetzt mit Erik Schuranov und Tom Kraus. Ja, zwei Quatschköpfe einfach. Deswegen haben es mir relativ leicht gemacht, aber mit den beiden ist bis jetzt am lustigsten und gut. Das heißt, du bist auch einer, der da mitmachen kann? Oder bist du dann eher der ruhige Part in ihrem Kombo? Ich will lügen, wenn ich jetzt sage, ich bin der ruhige Part, aber es passt schon. Es passt schon. Sehr schön. Die Frage nach deiner Freizeitgestaltung kam auch bei dem einen oder anderen auf. Was bist du so für ein Typ abseits des Rasens? Gehst du viel in die Stadt beispielsweise dann jetzt oder bist du zu Hause? Die jüngere Generation zockt ja gerne mal dann auch. Oder wie verbringst du die Zeit abseits des Platzes? Also um ehrlich zu sein, mit Zocken habe ich nicht so viel am Hut. Ich spiele ab und zu FIFA mit Freunden. Aber ich bin schon relativ häufig in der Stadt. Vor allem, wenn es eine neue Stadt ist, bin ich mit Freunden unterwegs. Und das ist so meine Freizeit. So, dann gucke ich noch mal rein, ob ihr noch weitere Fragen, welche Fragen wir noch nicht beantwortet haben. Wir haben ja ziemlich viel schon abgedeckt, was ihr auch schon gefragt habt im Vorfeld. Da kam die Frage zum Beispiel auf, was du am meisten an Moers vermisst, deiner Heimatstadt. Boah, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, das ist der Flair einfach, wo man herkommt. Es sind nicht nur meine Freunde, aber ich liebe Moers. Es ist so eine kleine, aber feine Stadt. Und ich glaube, es ist der Flair, dass man jeden Tag da war. Das ist es so. Dann lass uns mal über die aktuelle Saison sprechen, die jetzt ansteht. Weil da kam auch die ein oder andere Frage rein. Wie groß ist bei dir die Vorfreude? Es ist ja doch eine höchst attraktive Liga mit dem ein oder anderen namhaften Verein. Wie groß ist das Kribbeln bei dir, dass es losgeht? Ja, sehr groß. Ich bin froh, dass die Vorbereitung nicht so lang ist. Ich glaube, wir haben nur noch zwei Testspiele. Dann geht es schon wieder los. Ja, super, super Liga, super Teams dieses Jahr. Sehr groß die Vorfreude. Was hast du dir persönlich vorgenommen für die Saison? Also, was ich mir vorgenommen habe, ist erstmal das Wichtigste, alles dafür zu tun, um gesund zu bleiben. Ich glaube, das unterschätzt man immer, wenn man komplett gesund ist. Ich habe jetzt eine relativ lange Leidenszeit gehabt. Aber wenn ich gesund bin, ja, so viel wie möglich der Mannschaft helfen und viele Scorerpunkte zu sammeln. Das, ich glaube, damit könnten wir uns alle anfreunden, wenn das so käme. Das würde nämlich bedeuten, dass es dann tendenziell eher gut laufen könnte für die Mannschaft generell. Jetzt gucken wir mal hier noch rein bei YouTube zum Beispiel. Was ihr noch für Fragen gestellt habt, da kam die Frage auf, ob du zum Beispiel ein religiöser Mensch bist oder ob du das mit dem Thema eher weniger anfangen kannst. Es gibt ja den einen oder anderen in der Mannschaft oder auch ehemaligen Spieler. Valentini ist zum Beispiel so einer, der sehr religiös ist. Wie ist das bei dir? Ja, ich bin auch relativ religiös. Ich glaube an Gott. Ja, ich glaube eben, dass es viele Sachen gibt, die durch den Glauben eben besser werden und ja, ich bin schon religiös, wenn ich so sagen kann. Ist das dann auch sowas, was dir dann vielleicht in einer schlechten Phase auch Kraft geben kann? Ja, extrem. Extrem. Immer wenn ich eine Leidenszeit habe, fragt man sich, also nicht nur ich, ich glaube, jeder fragt sich immer, warum. Aber es gibt immer einen Sinn dahinter, glaube ich. Und ja, man sollte nicht so viel hinterfragen, sondern Glaube ist, glaube ich, relativ groß und Glaube gibt einfach Kraft. Dann ich hatte gerade irgendwo eine Frage, jetzt war ein bisschen den Verlauf. Ah, da, siehst du da. Der Jonas fragt, welcher Spieler, mit dem du in deiner Karriere bislang zusammentrainiert hast, hat dich am meisten beeindruckt? Gibt es da einen, wo du dir was abschauen konntest, was mitnehmen konntest? Da kam auch die Frage zum Beispiel auf, ob du schon in Dortmund mit Erling Haaland zusammentrainiert hast. Ja, ich war, glaube ich, ein Jahr oben jetzt bei Dortmund. Der stärkste Spieler oder der mich am meisten beeindruckt hat, war Rafael Guerreiro. Ich glaube, das ist so ein typischer Underrated-Spieler. Nicht so viele haben den auf dem Schirm, aber ich glaube, er tut mit am meisten fürs Dortmunder Spiel und unglaublicher Spieler, unglaubliche Qualität. Deswegen er und Jadon Sancho. Das sind zwei Spieler, die auf jeden Fall schon einiges erreicht haben in ihrer Karriere, beziehungsweise als sehr großes Talent. Sancho zum Beispiel in dem Fall gilt. Also
durchaus große Spieler, von denen du was mitnehmen konntest, genau. Die Frage, die ich gerade noch irgendwo gelesen habe, warum du jetzt zum Club gekommen bist, so gut, wir können es für die, die in Kurzform vielleicht nochmal zusammenfassen, die ein bisschen später dazu gekommen sind, was waren für dich am Ende die entscheidenden Gründe, kurz zusammengefasst? Kurz zusammengefasst. Erstmal gute Gespräche und einfach die Kraft des Clubs, und bei so einem großen Verein lässt man sich es nicht zweimal bitten, glaube ich. Da ist ja, auch dann wahrscheinlich die Vorfreude, dass dann irgendwann wieder Fans hoffentlich rein können und vor allem dann auch wieder am liebsten natürlich alle, also ein ausverkauftes Haus wahrscheinlich dann nochmal größer. Ja, ich habe von vielen Menschen gehört, nicht nur im Club, sondern ich habe auch schon ein paar Freunde hier gefunden, die ich vorher kannte, haben mir gesagt, was für eine Kraft diese Fans haben und wie laut es hier sein könnte, wenn die Fans wieder da sind und wenn es super läuft. Und deswegen, ich freue mich extrem drauf. So, dann kam die Frage auf, ob du dich schon, es steht ja ein, ja für dich wahrscheinlich brisanteres Duell an gegen den zumindest ehemaligen Konkurrenten für dich, Schalke. Die Clubfans freuen sich natürlich drauf, ein großes Freundschaftsduell, in Anführungsstrichen, das ist natürlich ein Pflichtspiel, aber für die Fans immer ein Fest. Wie sehr freust du dich auf die Partie? Ja, extrem. Ich glaub, so Vereine machen die Liga interessanter, attraktiver, und ich glaube, es ist ein großes Duell. Ich glaube, wir spielen zuerst auf Schalke, ist der letzte Spieltag. Wird ein großes Spiel, und für so Spiele spielt man. Und dann hoffentlich bis dahin wieder mit möglichst vielen Zuschauern, vor allem, weil ich kenne es aus der einen Bundesliga-Saison, die wir vor kurzem quasi noch hatten. Das war sehr beeindruckend. Also da kann man sich wirklich drauf freuen, und da müssen absolut auch dann Zuschauer wieder dabei sein, damit es dann ein rundum gelungener Spieltag wird. Ich bin gespannt. Dann kam die Frage nach dem Trikot. Es gibt ja jetzt seit dieser Saison das neue Drei-Streifen-Trikot quasi wieder mit Adidas. Wie gefällt es dir, das Heimtrikot? Gut, sehr gut. Schöne Farbe. Ist relativ schlicht gehalten, glaube ich, aber sehr gut. Ich freue mich schon, und Adidas ist auch nicht so schlecht. Auch wenn ich bei Puma bin, aber Adidas ist auch nicht so schlecht. Oh, nicht, dass es jetzt dann noch Ärger gibt, schneiden wir raus. Sehr gut. Ansonsten kam, Sebastian hat ja schon zwei, dreimal gefragt, der will es wohl unbedingt wissen, was deine Familie zum Wechsel gesagt hat zum Club. Waren sie erfreut oder eher nicht so erfreut? Extrem stolz, sehr erfreut, nur meine Mutter hat das, glaube ich, ich bin das erste Mal so weit von zu Hause weg, und auch wenn ich schon 23 bin, ich glaube, das ist bei Müttern immer so. War schon traurig, aber extrem stolz, würde ich sagen. Wie ist es für dich jetzt dann in den Schritt zu gehen? Ist es dann, dass ihr, musst du noch regelmäßig anrufen zu Hause? Ja, wir telefonieren schon jeden Tag, aber es ist so, ich habe in Dortmund auch schon alleine gewohnt, auch wenn es nicht so von der Entfernung nicht so weit war, aber ich freue mich drauf, und ich glaube, wenn man aus seinem gewohnten Umfeld kommt, dann hat man auch, kann man vielleicht mehr Leistung bringen oder ist auf sich allein gestellt und reift dadurch. Und ich glaube, das liegt mir ganz gut, und ich freue mich einfach, hier zu sein. Beziehungsweise in Nürnberg zu sein. Jetzt, ja, hier sowieso, Trainingslager ist ja immer auch nochmal so eine Möglichkeit, als Team nochmal enger zusammenzurücken, sich gerade für die Neuzugänge besser kennenzulernen. Ich weiß nicht, da kam die Frage auf, wie so der Eindruck ist von den anderen Jungs, wie du die so wahrnimmst, jetzt auch die ersten Tage oder den ersten Tag hier. Ja, sehr offen, relativ, also wie soll ich sagen, relativ offen, sehr, sehr freundlich, und ich glaube, sie machen es mir einfach extrem leicht, auch so durch kleine Gesten immer wieder, und auch die erfahrenen Spieler, sie wissen eben, wie man Leute aufzunehmen hat, weil sie schon länger in dem Geschäft sind, und ich fühle mich einfach wohl. Es ist am Anfang, könnte es immer relativ fremd sein, aber das habe ich hier überhaupt nicht gespürt. Wir sind jetzt auch schon, ich glaube, knapp 2 Wochen zusammen, und deswegen, das hat sich schon relativ früh gelegt. Die Frage kam auf, ob deine Rückennummer eine Bedeutung hat. Für den einen oder anderen ist ja die Rückennummer wichtig. Der andere sagt, ich nehme die, die frei ist, so ungefähr. Wie war es bei dir? Es ist eine relativ große Nummer, wenn man es so sagen kann. Eine Rückennummer hat eigentlich keine Bedeutung für mich. Ich habe angefangen mit der 27, in Dortmund hatte ich dann die 10 und jetzt die 8. Also es ist eine schöne Nummer. Ich mag die Nummer, und große Spieler tragen die, aber für mich selber hat sie jetzt keine Bedeutung.
Kann das auch noch Druck sein, dass man sagt, mit der 8 ist es ja, der 10er ist ja gerne auch mal jemand, wenn man sagt, ich wechsle zur 10, das ist dann auch Spielmacher zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, 8, auch große Spieler getragen. Kann das Druck sein oder sagt man? Also es kann bestimmt Druck sein, aber ich spüre im Moment noch keinen Druck. Ich freue mich einfach, mit der 8 aufzulaufen und ich freue mich, wenn es endlich losgeht. Sehr schön. Dann die Frage, wer dein Zimmerpartner ist, haben wir beantwortet. Dennis Borkowski ist es geworden. Dann kam die Frage auf, ob du schon Fränkisch reden kannst. Leider noch nicht. Leider noch nicht. Aber ich verstehe es, glaube ich, relativ gut, wenn es nicht ganz so stark ist. Aber noch nicht. Das kommt noch. Okay, dann gehe ich nochmal eure Fragen durch. Jetzt zum Beispiel gerade bei YouTube. Das ein oder andere haben wir, was ihr schon gestellt habt, haben wir schon beantwortet. Also ihr könnt im Zweifel im Nachgang nochmal zurückscrollen und dann guckt ihr nochmal rein. Wir können nicht natürlich jede Frage doppelt beantworten, sonst kommen wir ja gar nicht weiter. Die Frage, die kann ich sogar beantworten. Dürftest du dein Können schon beim legendären Zimmerduell unter Beweis stellen? Noch nicht, aber lasst euch überraschen. Dich nehmen wir bestimmt auch noch als einen der Kandidaten ran. Dann kam die Frage auf, da können wir vielleicht mal, weil wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben, ob du als Rechtsverteidiger spielen willst, weil du beim BVB jetzt zuletzt zum Beispiel da im Einsatz warst. Du hast es aber am Anfang schon so ein bisschen beleuchtet oder beschrieben. Du bist flexibel einsetzbar am Ende. Ja, es kommt ja auch immer aufs System an. Ich bin ein relativ offensiver Spieler. Wenn man mit einer Fünferkette spielt, dann ist es... Ja, dann kann man mit einem offensiven Außenverteidiger spielen, aber ansonsten ist es ja auch immer eine Sache vom Trainer, wie er aufzustellen hat. Das ist ja nicht meine Sache, nicht meine Entscheidung, aber ich bin relativ flexibel einsetzbar, kann ich von mir behaupten. Und ja, mal schauen, wie es klappt. Dann beantwortest du quasi so ein bisschen die nächste Frage schon. Lieber Tore schießen oder vorbereiten, beziehungsweise noch die Frage, Tore schießen oder verhindern, dann sind wir eher beim Tore schießen. Und die zweite Frage dann, vorbereiten oder selber schießen? Selber schießen, würde ich sagen. Das ist nochmal ein anderes Gefühl, ein Tor selber zu schießen. Sehr gut. Dann gucke ich hier nochmal rein. Du hast ein Tattoo. Ja. Zum Beispiel die Frage. Hat das eine Bedeutung? Und wenn ja, welche? Ja, ich habe mehrere. Alle zwei auf dem Oberarm. Ja, die haben alle eine Bedeutung. Zuerst ist es ein Löwe, weil es mein Sternzeichen ist. Dann habe ich einen Spruch. Da steht, heute mache ich das, was andere nicht machen, damit ich morgen das kann, was andere nicht können. Ist bezogen, also ist mein Lebensmotto so, einfach mehr zu machen als andere, damit man davon profitiert. Dann steht einmal Geduld. Geduld, ja, passt eigentlich relativ gut zu meinem Leben. Es gibt Senkrechtstarter, die mit 18 schon durchstarten, wenn es um die Karriere geht. Aber ich glaube, Geduld ist relativ wichtig im Leben, was relativ wenig Menschen haben. Und einmal ist es das Geburtsjahr von meinen Eltern. Also alles eine. Alles so ein bisschen auf mich zugeschnitten. Sehr schön. Florian fragt, wo dich der Trainer stärker machen kann, beziehungsweise was er von dir für die nächsten Wochen so ein bisschen erwartet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ausgetauscht habt. Wir haben uns jetzt noch nicht so oft auf dem Platz gesehen, aber wir haben schon kurz gesprochen. Ich glaube, er kann jeden Spieler besser machen. Es ist ein guter Trainer. Das hat man letztes Jahr am Ende der Saison gesehen. Und wo er mich persönlich stärker machen kann, ich glaube, es ist auch einfach die Liga. Es sind zwei Ligen höher, auch wenn ich im Training manchmal oben war, aber das ist einfach was anderes unter Wettbewerbsniveau. Ich glaube, in vielen Sachen kann ich mich weiterentwickeln, in jeder einzelnen Sache, ob es fußballerisch ist oder auch mental. Und den Rest wird man sehen. Ich hoffe, dass das relativ schnell klappt. Was sind denn, also man spricht ja ungern über sich selber, was sind denn deine Stärken und Schwächen auf dem Platz? Was würdest du sagen, so jetzt grob zusammengefasst? Stärken, technisch glaube ich, das Dribbling, das Passspiel, relativ gutes Auge. Ich denke, ich versuche das Spiel immer gut zu lesen. Und Schwächen ist einfach, ich muss mich defensiv weiterentwickeln. Auch wenn ich letztes Jahr in der Verteidigung gespielt habe, das ist nicht meine Königsdisziplin, wenn ich so sagen kann, aber defensiv muss ich mich auf jeden Fall weiterentwickeln. Du bist aber immer noch, trotz 23, ist man schon in einem theoretisch, nicht fortgeschrittenen Fußballalter, in einem Fußballalter, wo man sich dann dem vermeintlichen Höhepunkt Mitte 20 nähert, aber trotzdem noch ein junger Spieler, also noch Luft nach oben, wo man sagen kann, da kann man auf jeden Fall dran arbeiten. Ja, auf jeden Fall.
ich bin nicht mehr der Spieler, der ich mit 17 oder 18 war. Und das merke ich an mir selber. Das versuche ich auch den jungen Spielern mitzugeben. In der Mannschaft sind es ja viele junge Spieler. Ich bin immer schockiert, was sie für einen Jahrgang haben. Wenn Schura 2002 ist, dann ist es einfach Wahnsinn. Aber ja, das ist schon so, dass es relativ gutes Alter jetzt ist für den Fußball. So, ich gucke noch mal rein, weil wir haben, jetzt fängt die Pokalauslosung auch an. Also das ist auf jeden Fall spannend. Da müssen wir mal gucken, wenn wir nebenbei vielleicht die Eilmeldung bekommen, dass das Los mit dem FCN schon gezogen wurde. Dann können wir es vielleicht noch live hier verkünden. Die letzten Jahre waren wir häufig mal relativ früh dran im Lostopf, muss ich sagen. Ansonsten sind wir aber so langsam auch am Ende. Ihr könnt noch mal, ich gebe euch noch ein paar Minütchen Zeit, noch die letzten Fragen zu stellen. Aber um 19 Uhr gibt es Abendessen. Dieses Essen hier, das ist ja auch immer so eine beliebte Frage. Ich meine, es ist erst der erste Tag jetzt, aber... Ist jetzt gut. Also ich kann mich nicht beklagen. Ist relativ wichtig im Trainingslager, aber bis jetzt gut. So, also darauf können wir uns auf jeden Fall freuen. Ich gucke jetzt noch mal kurz rein, ob irgendeine Frage, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben, gestellt wurde, die wir auch beantworten können, vor allem, weil nicht jede Frage können wir natürlich beantworten. Mit wem du dich am besten verstehst, haben wir beantwortet. Darfst du aber gerne noch mal ganz kurz zusammenfassen. Schura und Tom, würde ich sagen. Und Denno. Denno jetzt gezwungenermaßen, weil er auf dem Zimmer seid. Sagen wir so. Ich hoffe, er schaut es nicht, aber ja. Okay. Grüße an Dennis Borkowski, wenn er an dieser Stelle zuschaut. Nein, das war natürlich nur Spaß. Was macht ihr so den Abend jetzt? Oder was habt ihr gestern Abend dann gemacht? Gestern Abend sind wir relativ früh ins Bett gegangen. Die Fahrt war relativ hart. Er hat auch gespielt, hat auch getroffen. Deswegen sind wir relativ früh schlafen gegangen. Aber mal schauen, was wir heute machen. Bist du dann eher so der Typ, ich setze mich mit den Jungs hin, spiele Karten oder sonst was, Quatsch mit denen? Oder? Ja, dann spiele ich relativ häufig. Ja, aber ich bin auch ein Typ, der relativ früh schlafen geht. Schlaf ist extrem wichtig für mich, einfach weil ich weiß, dass ich dadurch mehr Leistung bringen kann und auch daran glaube. Ich glaube, wenn man so daran glaubt, dann ist das nochmal ein bisschen stärker. Sehr gut. Nein, Sebastian, wir können dir natürlich jetzt noch kein Trikot zuschicken, umsonst auf die Frage. Gibt aber natürlich im Fanshop das Trikot, da kannst du dir das mit der Nummer 8 holen. Da wird sich Thailand mit Sicherheit freuen. Dann würde ich sozusagen zum Abschluss noch eine Frage, die auch gerne, ja guck mal, hier kommt sie quasi fast schon von Noah, wie du gerne genannt werden würdest, beziehungsweise ob du einen Spitznamen hast. Ja, mein Spitzname ist Thai, einfach T-A-Y. Ob ich gerne so genannt werde, weiß ich nicht. Also ist gar kein Problem. Ansonsten Thailand. Okay, das heißt in der Mannschaft? In der Mannschaft ist schon wieder Thai, ja. Aber das passt. Das passt. Aber wer bringt das dann rein, wenn du das nicht bist? Oder hast du die gesagt? Haben gefragt einerseits, aber sonst. Chris Martenia nennt mich Mai Thai, deswegen das ist dann auch immer so eine Sache. Aber passt alles. Sehr schön. Schön. Dann würde ich sagen, sind wir so langsam am Ende. Wir haben jetzt, ich gucke mal kurz auf die Uhr, knapp mehr als eine halbe Stunde gemacht. Wir wollen pünktlich zum Essen. Ihr wollt mit Sicherheit alle die Pokalauslosung verfolgen, die ja jetzt läuft. Vielleicht wird der Club ja zeitnah gezogen und wir müssen nicht ganz so lange auf unseren Gegner warten. Thailand, Thai, Mai Thai, wie auch immer. Ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir konnten einen guten Eindruck von dir bekommen und ich hoffe, dass ihr auch einen guten Eindruck bekommen konntet und würde sagen, wünschen dir noch viel Spaß im Trainingslager und hoffen natürlich, dass du verletzungsfrei bleibst und ganz schnell wieder fit auf dem Platz stehen kannst und voll deine Leistung und dein Leistungsvermögen abrufen kannst. Danke, danke, danke. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Facebook, YouTube, Insta, was auch immer live. Da werden wir euch natürlich auf all unseren Kanälen informieren, also gerne da mal vorbeischauen. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, natürlich auch noch ein Abo dalassen, dann machen wir noch ein bisschen Werbung und ansonsten sehen wir uns sicherlich die nächsten Tage wieder. Bis dahin, Servus.